Die Thility Twitch, das wird richtig disgusting. Ohne Witz. Ich habe einmal dagegen gespielt, ich finde das richtig OP. Also kann auch sein, dass er AP spielt, aber ich habe einmal gegen Lethality Twitch gespielt. Der geht Hubris, warte, ich muss kurz warten. Der geht Hubris into Collector und three-shottet dich dann einfach. Aber ich werde hier auf jeden Fall Edge of Night gehen. Weil Edge of Night ist, glaube ich, gegen Twitch ist Edge of Night ultra geil, weil er mich nicht mehr ehen kann. Weil er nur einen Spell hat, den er benutzen kann. Und gegen Vi ist sowieso ein No-Brainer. Ja, man hätte sich auch Double Hail of Blades gehen können. Das wäre in der Lane ein bisschen stärker gewesen, aber. Spielt Twitch Procs auch? Nee. Ich glaube, Twitch W-Proc kein Edge of Night. Und später schmeißt er ja keine W mehr. Später rennt er auf mich rauf und ultet. Ich glaube nicht, dass wir Level 1 lange Trades gewinnen, sag ich dir ehrlich. Ah, die spielen Double World Atlas wieder. Mist, zu viele Minions. Oh mein Gott, ist das sad. Ist das sad, dass wir das nicht gewonnen haben. Ich hätte dich auch reinflashen müssen. Ibis. Beine. Wir Trainer haben. Na, hätte ich Hail of Blades und Heal gespielt, hätten wir das gewonnen. Oh, das ist AP-Twitch.
Er darf ja auf jeden Fall nicht farmen. Oh, winning topside. Da ist sie endlich, die Winners Q, guys. Du musst nur lang genug spielen, Guys. Dann kommt die Winner's Queue. So wird es das Gesetz. Es zählt immer noch. Oh, stark. Ich gehe sogar Edge of Night first. Das Problem ist, sobald Twitch Level 6 ist, kann ich 1v1 nicht mehr lane. Dann kann er einfach auf mich raufrennen und mich töten. Aber ich glaube, mit Edge of Night kann er es nicht. Oh, das war ja überkacke gespielt, Guys. Na, soviel zur Winner's Queue. Oh, ich hatte noch keinen Kometen. Ah, scheiße, das war cringe. Kein Kometen klingt auch geil irgendwie. Irgendwie hätte ich jetzt schon lieber Ghostblade. Ich weiß nicht, ob das der richtige Call war. Ah, das ist doch zu obvious hier. Ja, ich kann nicht move.
to kill. No, to defend. Aufpassen Sie nicht einfach auf mich turnen hier. Er hat den Klon geultet. Er hat den Klon geultet. Oh no. Es ist irgendwie awkward, dass ich jetzt Mitte bin. Ich will noch Grubs hovern. Ist gerade wieder abgekommen. Garen geht jetzt Bot. Er hat aber eine Q gemisst. Aber Wukong hat keinen Flash. Kein TP, meine ich. Aber Asia hat TP. Das ist ja weird hier irgendwie. Das war. Das Game ist wirklich maximal komisch. Aber, I guess. In zwei Level ahead. I take it. Jetzt habe ich Edge of Night und jetzt kann der mir gar nichts mehr, der Twitch. Wir haben auch Arrow.
Ich bin insane fit. Stark. Ja, vielleicht hätte ich Bot TP'en sollen. Aber ich will nicht gegen Azir lane. Wo ging der Q denn gerade hin? Den hätte ich auf jeden Fall killen können. Der war terrible. Ich bin so stark, hä? Wir wollen jetzt hier auf jeden Fall Base gegen S. Oh nein. Oh mein Gott. Die Nico hat getrappt und ist in der Trap disconnected. What? What? Wie unlucky ist das denn? Oh mein Gott. Scheiße. Oh nein, ist die Winzüge jetzt wegen dem Disconnect zu Ende? Wirklich. Ey, das habe ich aber in letzter Zeit häufiger, dass Leute disconnecten in beiden Teams. Ich weiß nicht, ob das aktuell irgendwie... Ob Riot da irgendwo an der Schraube gedreht hat oder was das ist? Wäre schon gut, wenn sie wiederkommen. Wir werden halt ein bisschen outscaled. Oh, wäre das schade, wenn wir so das Game verlieren. Das wäre schon das zweite Game in 2 Tagen, was ich wegen dem DC verliere. Das wäre wirklich schade. Nein, wir surrendern das nicht. Wenn sie wiederkommen, ist instant gewonnen, das Game. Dürfen jetzt halt free scalen, die Gegner ist das Problem. Ah, da ist sie doch wieder.
Oh, Geist. Wie lassen wir uns da catchen? Jo, da ist die kurz disconnected, um die Ult rauszuhauen. Holy shit. Hat sie mal ganz kurz ihre Scripts angemacht hier, oder was? Oh ja, Edge of Night of Ash wird auch huge. Oh Ash, du bist krass am Griefen. So bodenlos, dass die Ash am Pingen ist die ganze Zeit. Heißt aber, ich hab's euch 6-mal gepinkt. Ich hab's euch 6-mal gepinkt, dass die kommen. Warum steht ihr nicht neben mir? Naja, whatever. Bekommt kein Flash. Aber er hat den Shutdown bekommen, ist nicht ganz so schlimm. Gegen den 6-mal Wukong, Wukong, Wukong und die Overex sind trotzdem für den Inip. Ihr kleinen Loser. Das ist noch losable, die Gegner scalen ziemlich krass mit ihrer Comp. Den Drake verlieren wir jetzt wahrscheinlich auch. Ich hätte auch einfach recallen sollen. Ja, wir können es actually spielen. Twitch ist base gegangen. Das wird nochmal eklig gegen Asia Wukong, Alter. Die haben insane viel Backline Dive gegen uns.
Ja. Das wird nochmal unangenehm. Die Ashe ist leider nur noch am Griefen. Top Turret. Ich weiß nicht so ganz, was ich gegen Asia Wukong machen soll. Na, so langsam geht das Outscan los, das ist richtig. Der Wukong kann Nikos Combo halt inzwischen auch einfach facetanken. Der Wukong ist tatsächlich das Hauptproblem, finde ich. Ja, wir sind aber noch nicht gegroupt, guys. Zwei Ults geused. Oh. Hallo. Hä? Beruhig dich doch mal hier, Red Buff. Du musst mich ein bisschen poken lassen, Guys. Ja, dafür müsste ich aber auch was treffen, ne? Dem Winkel war aber auch sehr awkward, irgendwas zu hitten. Oh, meine Skillshots sehen aber auch gerade ganz, ganz schwierig aus. Hm, jetzt verlieren wir den Drake. Ash, bitte ping mich nicht, wirklich. Oh fuck, ich hab fettfingert. Was ist mit meinen Items hier los? Hallo? Ja, ich guess wir droppen den einfach.
Sehr schade. Können wir Ende machen? Oder machen wir nicht? Ja, wir machen nicht. Wir können nicht enden gegen Ase. Die Nico ist so krank. Aber der Champion ist auch nicht so ganz fair, muss man sagen. Einen Fight brauchen wir noch, Guys. Einen Fight brauchen wir noch. Wir sollten den Watt hier auf jeden Fall clearen, damit die nicht wegtippen. Ich habe jetzt keinen Flash. Wir haben keinen Flash auf Nico. Ich sag, Asi kommt wahrscheinlich von rechts, würde ich schätzen. Wo ist der Wukong? Okay, Wukong ist da. Oh. Das lassen wir einfach für drei Items ganz safe spielen. Gibt wirklich keinen Grund, das jetzt noch zu riskieren. Wir haben jetzt hier einen Fight, haben wir jetzt hier. Einen Fight kriegen wir hier. Na, das war der eine Fight. Weiß ich nicht, warum wir das engagieren, macht keinen Sinn. Wir hätten einfach nur noch eine Wave länger warten müssen. Wir haben denen quasi den Fight gegeben, den sie brauchten, um das Game zu halten. Wir hätten einfach nur nichts machen sollen. Aber wir hatten keine Flashes und die hatten alle Flashes, von daher ist es okay. Ich guess, wir brauchen sogar noch einen Nash. Boah, langsam wird es echt scary. Langsam sind wir wirklich outscaled. Das ist nochmal extrem viel Freefarm in deren Base.
Aber ich würde auch ehrlich gesagt lieber über Botlane oder Toplane spielen, weil wir dann nur von einer Seite geflankt werden können. Scheiße. Ah, Digga, diese Nico ist ja unglaublich. Alter, das ist ja wirklich krank. Holy shit. What? Ach du Scheiße, hat die das Game Bomb hinein. Das müssen wir uns nochmal ganz geschmeidig im Replay geben. Der disconnected einfach 3 Minuten und macht dann so ein Ding. Boah. Ja, aber ich glaube, Lethality Varus ist es.